Und da sind wir wieder zurück bei Halo Infinite auf dem PC. Herzlich willkommen. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Wir haben gerade einen Typen besiegt. Keine Ahnung, wie der hieß. Was ist das eigentlich? Die Hydra? Ah, die Hydra. Jetzt kenne ich mich wieder aus. Das ist ein ähnliches Spartengewehr. Ja, den Typen haben wir gerade besiegt. Der hat ziemlich viel Energie gehabt. Das war ein richtiger Zwischenboss eigentlich. Fand ich nicht schlecht. Fand ich nicht schlecht. Jetzt können wir mit dem Aufzug hochfahren. Und genau das ist es, was wir jetzt auch tun. Flug. Wiederhole, mehrere Verbandenschiffe nähern sich ihrer Position. Die haben sie im Visier. Sierra 117, verstanden. Ich habe versucht, sie zu erreichen. Sie waren weg. Ich dachte schon, ich okay, hab ihre Position. Bin unterwegs. Bereit machen. Oh yeah, da vorne ist der Pelikan. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Spartankern aufheben. Was ist denn das? Du hast einen Spartankern erhalten, Kernig. Diese wertvollen Mjölnir-Komponenten dienen der Aufrüstung von Ausrüstung. Greife im Kampagnenmenü auf die Upgrades zu, um Spartankerne zu installieren. Was ist denn das Kampagnenmenü? Okay, drücke das hier. Oh, das ist wohl... Aha. Greifhaken. Ein einziehbarer Haken, der sowohl für den Personentransport als auch für das Einholen von Objekten geeignet ist. Voltaik. Greifhaken betäubt erfasste Gegner für einige Sekunden. Das ist nice. Und hier haben wir einen Schildkern. Greifhaken, Upgrades. Also können wir das beides jetzt machen. Ich gehe mit dem Schildkern... Ein verbessertes Schildmodul erhält die maximale Schildkapazität auf 115% der Standardschildstärke. Festung. Okay, nehme ich. Kann ich? Nehme ich. Für ein Upgrade-Punkt die... Wahrscheinlich ist das Upgrade-Punkt die der Spartankern. Haha. Okay. Vorposten. Mongoose. The Mongoose flies. UNSC Audio Logs. Wenn es funktionieren soll, Catherine Elizabeth Halsey, der Gefangene. Nicht meine Schuld, UNSC-Übertragung, SOS. Hier ist Sanitäter Lucas Browning. Wenn Sie das hier finden, müssen Sie verstehen, die haben mich gezwungen, Ihnen zu helfen. Was immer das hier ist. Sie haben es hochgebracht von unten, als es geöffnet wurde. Gott, das war was anderes. Habe ich noch nie gesehen. Das kennen wir schon. Wie viele sind das jetzt? Bisher 16 Systeme heruntergefahren. Scheinbar zufällige Standorte. Ich versuche Sie und die anderen aus den Haupt... Sie werden sie nicht aufhalten können. Sie wissen mehr darüber, wie all das hier funktioniert, als... Nun, alle. Dr. Halsey. John. Wie lautet der Plan? Der Plan? Im Moment kämpfen wir ums Überleben. Wieder einmal. Cortanas Botschaft hat sich verbreitet. Die meisten empfindungsfähigen KIs schließen sich ihr an. Gegen uns? Ja, aber vielleicht nicht gegen dich. Sag mir, John, was hat sie dir zuletzt gesagt? Sie sagte, leb wohl. Aha, cool. Leb wohl. Das Wort hängt mir immer noch nach. Seit Cortanas Angriff sind fast 4 Monate vergangen. Seitdem sind wir ständig in Bewegung, versuchen ihr einen Schritt voraus zu bleiben. Jeder unserer Pläne ist riskant. Und dieser hier... lebt wohl. Sie muss vernichtet werden. Und wenn ich das laut ausspreche, wenn ich den Plan erdenke, habe ich eine Frage. Kann John das tun? Kann ich? Können wir alle uns darauf verlassen, dass er tut, was notwendig ist? Seine Freundin tötet?
Wir nähern uns Reach, Dr. Halsey. Und Team Blau? Ist bereit. Sind Sie zur Verabschiedung hier? Nein. Sagen Sie Master Chief, er soll sich bei mir melden, wenn er seine Mission abgeschlossen hat. Aha. Ist ja nice. Dann haben wir diese verbannten Audiologs. Spartan Audiologs? Es ist heftig. Captain Laskys Rettungsboot ist weg, Sir. Gut, dann sind wir jetzt dran. Sammeln Sie Ihren Trupp und ab zur nächsten Kapsel, Marine. Abmarsch. Ja, Sir. Feuerteam Torres, wir treffen uns bei Dock 18. Wir müssen zur Oberfläche. Verstanden, sind unterwegs. Alle anderen Spartans, wer sich noch auf der Infinity befindet, begibt sich sofort zu den Rettungsbooten. Windfall 1, Einheiten unterwegs Richtung Halo Zeta. Was sehen Sie da draußen? Überall verbannte Fahrzeuge. In der Luft und am Boden. Wird sicher eine harte Landung. Alles klar. Aufpassen. Wir sehen uns unten, Spartans. Verstanden, Griffin. Legen wir los. Nice. Blutsfetterarchive und Schädel. Okay. Aber wir gehen jetzt natürlich wieder in die. Zu dieser. Was ist die Tech-Map eigentlich? Oh. Oh wow. Was ist das alles? Kriegsschiff. Ah, da sind wir abgestürzt. Gründung, das war. Aha. Jetzt sind wir im Aufstieg, oder? Tremonius Außenposten, okay. Huh. Okay. Upgrades vor Datenbank? Okay. Upgrades. Ja, was will ich denn? Will ich den Greifhaken zum Betäuben nehmen? Nein, ich will bitte mehr Schild. Cool. Und die nächste wäre Bastille 2. Erhöhe die Schildkapazität um zusätzlich 15%. Also es wird immer besser. Cool. Sturmgewehr haben wir ja. Nein, nicht das Sturmgewehr, sondern das Kampfgewehr oder das taktische Gewehr. Das taktische Gewehr ist natürlich immer besser. Wir haben aber keine kinetische Noch Munition ein mehr. Silex. Dieses Mal offen. Was da wohl drin war? Noch ein Problem. Warum so zynisch? Ist vielleicht was Gutes. Glaub mir, ist es nicht. Hm. Was ist ein Silex? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Egal. Wir machen jetzt einfach weiter. Okay, nochmal, komm. Passt, ich habe hier keine Munition mehr, das ist natürlich oberdoof. Das ist wirklich oberdoof. Ich hätte halt gerne noch nach wie vor das taktische Gewehr. Wie kommen wir hier raus? Ein Terminal, da drüben. Mhm. Ja, das suchen wir ja schon die ganze Zeit, dass wir hier rauskommen. Bitte nicht wieder ein Giechern. Nur einen Moment. Von hier aus müsste ich die Kontrolle übernehmen können. Also ist Tremonius gefallen. Ein Opfer der Macht des Master Chiefs. Doch täuscht euch nicht, er war nicht der Beste der Verbannten. In keiner Hinsicht. Es scheint mir so, wir wurden einander nicht vorgestellt. Aber natürlich kenne ich dich, Spartan. Deine Legende. Die Furcht, die du erwächst, ist beeindruckend. Die Hoffnung, die du in den Herzen deinesgleichen erwächst. Trügerisch. Du sollst auch meinen Namen kennen. Und auch meine Legende. Wie sonst sollst du um Gnade flehen? Ich bin Asheron, Kriegshäuptling der Verbannten. Dies ist jetzt meine Welt. Und dir bleibt nur noch wenig Zeit darin. Oh wow. Zeta, einen Weg durch Tremonius Außenposten gebahnt, um die Oberfläche von Halo Zeta zu erreichen. Und da vorne ist ein Pelican. Ist das unser Freund? Ich denke, das ist unser Typ, gell? Wow.
Sehen Sie nur, es ist so... friedlich. Voller Monster, die uns umbringen wollen. Ja. Liebe Cortana 2, du hast komplett recht. Was haben wir hier? Sie müssen einen Landeplatz für mich freimachen. Was ist denn das? Angreifer. Cooles Ding. Sehe ich jetzt schon. Mann, da hätten wir... Ich sehe es gerade. Da hätten wir... Trimonius ist gefallen. Wer den Spartan tötet, nimmt seinen Platz ein. Boom, Seta. Boom, Seta. Mir gefällt der Name Seta so gut. Okay. Boom, 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 boom. Warte. Mann, jetzt wäre es cool gewesen gerade. Wir werden die einfach ein bisschen aus der Ferne hier erledigen. Mir gefällt das. Mir gefällt das sogar sehr gut. Oh, das ist so eine geile Grafik. Die haben sie echt schön gemacht. Hier. Komm, komm. Cool. Kopf weg, Leben weg. Da hast du recht. Aber es funktioniert. Sind schon gut unterwegs. So. Boom, Motherfucker. So. Yes. Wir laden mal wieder nach. So, man hier Plasmagewehre interessieren mich nicht. Trommelmagazin auf einer Schrot, das ist halt immer richtig geil. Das sind gar nicht wenige. Ich kann nichts mehr nachladen, weil ich dann nichts mehr habe. Ich habe jetzt noch 10 Schuss hier. Das Coole ist, dass die Audiologs gar nicht so... So unauffällig sind, weil sie auch einen Ton von sich geben. Das ist ziemlich geil. Also wenn man wirklich die Audiologs gern vervollständigen würde, was cool wäre, wenn wir es schaffen würden. Dann ist es nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Okay, das ist mal Nummer 1. Ah, eine... Okay, ich muss wechseln. Genetische Munition wäre super. Was ist denn das? Super. Also dieser Fanghaken ist richtig toll. Du stirbst, alle anderen leben. Ist das so? Heiße Waffe hat Verbrechen versteckt. Was ist denn das? Oh, das ist was Gutes. Ach ja. Wo ist er? Wow. Hartes Gerät. Das ist etwas hochkalibrig, das Ganze. Wie es ausschaut. Oder großkalibrig. So sagt man nicht hochkalibrig. Geiles Gerät. Komm nur. Okay. Cool, wenn das X auftaucht, wenn man Gegner erledigt hat, mitten im Fadenkreuz. Das macht schon Spaß dann. Ah, hier! Lass ihn töten. Ich bitte diesen ganzen Schicksal ringsum was von...
Grunt-Kommentare sind einfach das Beste. Er hat nachgeladen! Versammelt euch beim Trimonius-Kaufen! Auf der Stelle! Ich hoffe mal nicht, dass die mich töten. Wäre halt eher uncool. Ui. Das sind ein paar. Ich habe jetzt Plasmagranaten ausgerüstet. Das ist gut zu wissen. Sie haben die Ghost of Gebrecken gestürmt. Hier wieder. Ja, also diese Energiekerne sind ganz cool hier umzunieten, weil das ist so ein richtiger Feuerwerkseffekt, das Ganze. Heiß, heiß Baby, sag ich mal. Ein Opfer des Krieges. Ich erlaube keine weitere Kunden. Du erlaubst es nicht? Nein! Ich schon. Und ich steche nicht, mein Lieber. Ich werde dein Blut, das ist dein Ende. Gut, den Piloten treffen. Das war der letzte. Puh, ist das sicher? Was ist schon sicher? Sagen Sie nichts. Wenn ich mich irgendwo einhacken kann, verspreche ich Ihnen, dass Ihr Freund sicher in der Basis landet. Hey, das sind lauter coole Ausrüstungsgegenstände. Kinetische Munition auffüllen und da können wir uns jetzt aussuchen. Sturmgewehr. Ich glaube, ich nehme wieder das Sturmgewehr. Ich bin noch nicht sicher. Hin und wieder Schrot ist halt einfach nicht schlecht. Die Sidekick ist auch nicht schlecht. Sind alles ganz passable Waffen, muss man sagen. Aber bevor wir jetzt den Piloten treffen... Oh, das ist schön hier, oder? Und das ist ja ein Halo. Ja, schön. So gefällt mir das. Ja, bevor es jetzt weitergeht, der Cut.